Okay, ich muss offenbar nach oben, da komme ich nicht durch. Dies ist ein Notfallfall. Subject Delta ist entkommen. Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Raptures wird gemeinsam fallen. So, schaue ich mir mal eben an, wie der Kampf verläuft. Offenbar ganz gut. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Ach, ist das schön. Na komm, hause weg, die Oma. Naja, die brüllt ja noch. Komm, Dicker, wir gehen. Wieso flimmert sie eigentlich wie bei so einem alten Film? So, komm. Friss das. Und wir gehen weiter. Oh, noch ein Geschenk. Die sind so süß. Nein, ich wollte das Geschenk. Die sind so süß. 250 Adam. Oh, 440. Alter, ihr verwöhnt mich, Mädels. Huch. Komm ich aus Versehen gegen das Mikrofon mit der Hand. Gesundheitsupgrade nehmen wir mit, Eve-Upgrade nehmen wir mit, Elektrobolt 3, werde dank der Kraft des Elektrosturms zum Herrn, das machen wir natürlich auch, nehmen wir einfach mal mit. Jetzt bewirkt jeder Angriff Kettenblitze, lade sie auf, indem du gedrückt hältst, um einen andauernden Elektrosturm auszulösen. Jeder Blitz trifft mehr als einen Gegner. Hiermit können sie den cool. Feind mit einem tödlichen Sturm attackieren. Ja! Das ziehen wir uns natürlich mal rin. Und was nehmen wir noch? Abfackeln 2. Abfackeln ist ja nicht so mein Cyclone. Haben wir immer noch nicht gemacht. Erzeugt einen Köder, der Angriffe von ihr weglockt und Schaden reflektiert. Ich benutze irgendwie kaum die anderen Dinger, weil ich mit dem so zufrieden bin einfach. Kurzschluss, extra Nahrung, sie hat so gesagt. Eve-Experte. Eiliger Hacker, Kurzschluss 2. Jo, was nehme ich noch? Ich habe noch 140 übrig. Kann ich hier nicht mit den Pfeiltasten? Doch so. Ich habe noch 140 übrig. Was nehme ich denn da mal? Telekinese 3 haben wir schon, ne? Du kannst ja dieses Objekt nicht leisten. Ne, haben wir nicht. 250 hätte man das mal genommen. Hebe lebendige Gegner hoch und schleudere sie herum. Scheiße, dann spare ich mal. Hoffentlich können wir uns das noch holen. Ich weiß nicht, ob wir uns das noch holen können. Ich hoffe einfach nur drauf. Hier kommen die dicken Jungs. Jo, hast du recht. Wir räumen ja mal ein bisschen auf, den Laden. So, wo geht's denn hier weiter? Sag mal. Dicker, du kennst dich doch aus hier, ne? Sag mal Bescheid. So, Door Control. Alter, hier im Block sind wir das stärkste Team. Hab mich tot. Du bist der lustiger Vogel. Du bist der beste Kumpel der ganzen Welt. Dicker. Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Oh, nein, das wollte ich nicht. Naja, was soll's. So geht's eben auch. Jetzt haben wir es wenigstens mal ausprobiert. Wenn auch auf Kosten von unserem besten Kumpel. Du warst mein bester Freund. Tut mir voll leid, wollte ich nicht. Komm lieber vor. Aber zumindest funktioniert. Lamp kennt den Weg, natürlich. Den Weg ins Verderben. Er kennt die auch nicht. So, Verbandskasten nehme ich mit. Hier sind schmutzige Füße. Was haben wir denn hier? Fotos von lustigen Menschen. Eine Genbank. Eine Versandröhre. Eine Du-Röhre quasi. Was ist das? Knopf zur Gefangenenaufnahme. Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, nein, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken.
Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Die Frage ist natürlich, wie? Junge, Doc Lamb ist jetzt in meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge Entschuldige bitte, ich höre dir gleich weiter zu. Das ist sicherlich sehr interessant, was du zu sagen hast. Aber ich brauche noch ein paar Raketenspeere, weißt du? Und ein Lassen, um mir die Codes für die Bomben auszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Tut mir leid. Ach, mein Alter, wo bist du denn? Scheiße. Hey, die sollten noch beide. Mann. Boah, wie ätzend das ist, Alter. Unsere ganzen Health-Packs wegen so einem beschissenen Alarm zu verlieren. Das ist natürlich auch assi. Was? Das war voll super getimed. Boah, so eine Kacke. So, ich bleib mal lieber bei dem, was ich kenne. Das mit dem Blitzen ist zwar voll super. Hallo? Ach, da. So, und dann nehme ich mal nicht die Schrot. Jetzt halt doch mal die Fresse da oben. Oh, Mann, fick dich doch. Hätte ich das mal vorher gesehen. Na, super. So. Jetzt aber, bitteschön. Kann ich jetzt endlich mal weiter? Das ist eine Katastrophe hier. Wie sind da Bienen? Ach, fliegen wahrscheinlich. Wahrscheinlich nehme ich schon zu lange auf gerade, weil wir sind schon bei 3,5 Stunden. Alter, das wollte ich gar nicht. Verbands... Oh, Gott sei Dank können wir ja welche kaufen. Und Kuchen mit Cremefüllung ist natürlich auch sehr wichtig. Lecker, lecker, lecker. The Peoples, das Kind des Volkes wird kommen. Verdammte Scheiße, wer hätte das gedacht? Ich werde nie Kinder. Was ist da los? Okay, hier müssen wir lang. Wo denn? Ich bin gar nicht hier. Ich wollte nur mal ganz kurz, bevor ich da jetzt runterlaufe, gucke ich mal ganz kurz hier, ob ich was übersehen habe. Wir werden wiedergeboren. Ja, 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 komm. Huch. Tiefste Verzweiflung. Hier unten herrscht tiefste Verzweiflung. Wir sind völlig von der Außenwelt isoliert, hängen über einem Abgrund, ohne Hoffnung, jemals freizukommen. Und was wirft man uns vor? Ist in Ryans großartigem Rapture kein Platz für abweichende Meinungen? Ich hoffe, dieser ganze Laden hier fliegt ihm irgendwann um die Ohren. Nun ja, zumindest der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. So, da war noch ein Verbandskasten. Ich guck mal ganz kurz, wie komme ich denn... Komme ich irgendwie an die anderen Tonbänder ran? Ziele. Nachrichten aus Persephone. Tiefste Verzweiflung? Nein, da gehe ich wieder... Zurück. Funknachrichten. Adonis, Ryan Amusements. Da war noch mehr. Wir waren doch schon in Persephone. Und haben wir nicht nur das? Hier unten herrscht tiefste Verzweiflung. Wir sind völlig von der Außenwelt isoliert. Hängen über einem Abgrund, ohne Hoffnung, jemals freizukommen. Und was wirft man uns vor?
Ist in Ryans großartigem Rapture kein Platz für abweichende Meinungen? Ich hoffe, dieser ganze Laden hier fliegt ihm irgendwann um die Ohren. Tja, Vater befreien. Wir haben es geschafft. Vater ist zurückgekommen, direkt vor Mutters Augen. Ich habe über meine Sisters eine Frau namens Tennenbaum kontaktiert. Sie hat einen Weg gefunden, seinen Geist in diesem Anzug zu befreien, den Menschen im Monster zu wecken. Mutters ganzes Glaubensgebäude ist verfehlt. Und wenn ich eines über Vater weiß, dann das. Er wird an die Flucht glauben. Eleanor, es ist an der Zeit, dass du deine Pflichten dem Volk gegenüber anerkennst. Wenn du aufwachst, wirst du verstehen... Nein! Geh weg von mir! So, dann haben wir die zumindest mal gehört. Ich weiß nicht, hinter Mutters Rücken. Hat man das schon gehört? Ich war in Quarantäne, aber Mutter weiß nichts über das Ausmaß meiner Verbindung zu den neuen Little Sisters. Ich empfinde nicht nur mit ihnen, ich kann sie direkt kontrollieren. Sie sind jetzt meine Hände und meine Augen. Besser noch, wir haben Vaters Körper gefunden und eine Genprobe genommen. Die Mädchen verstecken die Proben in diesen Puppen, die wir immer gemacht haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Dreh raus habe, einer der Weiter Chambers so zu manipulieren, dass sie seine genetische Signatur sucht. Und dann, ich kann es kaum erwarten, Mutters Gesicht zu sehen. Mutters Gesicht wird interessanter aussehen, wenn wir ihr die Zähne nach innen drehen. So, dann haben wir die Tonbänder auch mal gehört, der Vollständigkeit halber. Und jetzt ab nach unten. Partner, das gefällt mir. Ja, endlich! Wieder ein paar Freunde hier gemacht. Ich weiß, ich könnte das auftauen, aber das brauchen wir gar nicht. Feuerplasmid würde dir wahrscheinlich sehr viel helfen. Ach du Scheiße, wer sitzt denn da? Eleanor, ich weiß, du kannst mich hören. Ich bin jetzt in Sinclairs U-Boot. Delta kann mich hier nicht erreichen, du schon? Du musst nicht mit ihm sterben. Wir kehren gemeinsam zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen und deine Pflichten zu akzeptieren. Denk daran, Eleanor. Mami liebt dich. Tja! Mami hat ja. Okay. Mutter testet mich. Ein letztes Spiel. Zum Glück bin ich mittlerweile eine absolute Expertin darin, ihre Regeln zu brechen. Ich habe meine Wahl getroffen, Vater. Und wenn es sein muss, werde ich dafür sterben. Lassen wir es nicht zu weit kommen. So, Kollege, ich frische dich mal wieder ein bisschen auf. Nicht, dass der auf Ideen kommt.